Wir bleiben uns auch heute treu und haben für euch Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt eingeladen, damit ihr und auch wir von ihnen erfahren, was mit Virtual, Augmented und Mixed Reality schon jetzt alles möglich ist in der Medienbranche und was bald schon möglich sein wird. Heute liegt unser Schwerpunkt auf Werbung, Marketing und Industrie. Wir werden zum Beispiel erfahren, welche Möglichkeiten sich in der Corona-Krise durch XR für Werbentreibende ergeben. Wir werden über einen digitalen Zwilling für die ganze Welt sprechen, in Form der OpenAR Cloud. Außerdem zeigen wir euch die erste AR-Gewinnspielaktion im deutschen Raum. Und wir reden über Spatial Computing. Am Ende des heutigen Programms wird uns dazu auch noch ein echter Silicon Valley Insider verraten, warum das nächste große Ding wird. Wir legen aber los mit Clarence Dedson. Er ist Inhaber von Design for Real. Das ist eine Agentur aus München, die sich schon seit 6 Jahren ausschließlich mit immersiven Medien beschäftigt. Clarence ist außerdem der Vorstandsvorsitzende vom Verein XR Bavaria und er ist auch Initiator einer erfolgreichen Meetup-Reihe. Das heißt, einige von euch kennen ihn sicherlich schon. Clarence wird uns jetzt verraten, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen sich durch immersive Medien in der Corona-Krise ergeben. Angesichts der gestrigen Beschlüsse ist das aktueller denn je. Clarence, ich freue mich drauf. The stage is yours. Ja, hallo, willkommen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die nette Anmoderation hier. Und ich will dann auch gleich in Medias Res gehen, Herausforderungen und Chancen im XR-Marketing in Zeit jetzt in diesen Krisenzeiten. Ja, ist eigentlich fast schon alles gefallen über mich, da will ich gar nicht mehr so viel drüber reden. Ich bin eben der Creative Director und Geschäftsführer von Design for Real in München. Wir sitzen eigentlich direkt am Goetheplatz und wir beschäftigen uns eigentlich mit allem rund um XR-Medien. Wir machen 360-Grad-Videos, wir machen Trainingssimulationen, aber auch relativ viel Werbung, weil wir kommen ursprünglich eigentlich aus dem Online-Marketing. Und deswegen gucke ich da auch aufs XR relativ stark immer mit der Marketingbrille drauf. Ja, Herausforderungen. Ne? Und die Agenda heute, erstmal eine kurze Situationsanalyse, wo stehen wir, ein paar Analysen, welche Marktbereiche vom XR hat es besonders getroffen, welche profitieren davon, welche Challenges ergeben sich daraus und dann möchte ich kurz beleuchten, was für XR-Technologien uns helfen können, diese Herausforderungen denen zu begegnen und dann zu guter Letzt ein kleines Fazit von dem, was ich vorher so alles erwähnt habe. Steigen wir mal kurz ein hier mit einer Grafik. Das zeigt eben die Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Das ist eine Statistik, die in Amerika entstanden ist, aber ist wahrscheinlich bei uns nicht sehr viel anders. Und wie wir sehen, da gibt es einen Haufen Verlierer und ganz, ganz wenig Gewinner. Die gewonnen haben, sind eigentlich nur Food, Healthcare und die Media und Pharma. Und ich würde jetzt mal behaupten, wenn Sie in einer Firma arbeiten, die nicht zu diesen Gewinnern gehört oder für Firmen arbeiten, die nicht zu diesen Gewinnern gehört, dann haben Sie den Impact relativ stark gespürt. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterdampfen auf die XR-Industrie, dann sehen wir eben auch, dass hier der Impact von Covid relativ stark war. Und zwar in erster Linie hier, wie wir sehen, jetzt beim Location-Based Entertainment, die hat es ganz hart getroffen. Also da sind sozusagen hier, wenn man sich diese Scheiben anschaut, das sind sozusagen die verschiedenen Felder der Maßnahmen von, also der Auswirkungen von Corona und welchen Impact die dann wiederum auf XR gehabt haben. Und da sehen wir, dass eigentlich relativ wenig Positives für die XR-Industrie aus Corona rausgekommen ist, aber relativ viel Negatives. Das fand ich ganz interessant, weil wir relativ viel News auch darüber sehen, wie stark Covid eigentlich XR jetzt gehypt hat. Aber diese interessante Statistik von Digi Capital sagt eigentlich, dass das ein bisschen overrated worden ist. Ich persönlich muss sagen, ich empfinde es auch eher so. Also für meine Agentur, ich habe bei Covid jetzt nicht angefangen zu feiern. Aber es gibt auch sicher Bereiche, die das anders gegangen ist. Das Gros der XR-Treibenden, die sind aber eher negativ von der allein, also schon durch die jetzt von nach Covid folgende Depression getroffen worden. So, also dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, der Mythos, dass jetzt wir alle, die wir mit uns mit XR beschäftigen, jetzt dadurch noch sozusagen gepusht worden sind, kann man jetzt so vielleicht nicht unbedingt stehen lassen.
Was bringt es für Changes, die jetzige Situation? Ist klar, Präsenzveranstaltungen entfallen weitestgehend. Die Zugänglichkeit zu der Marketingtreibenden zu ihren Zielgruppen ist stark eingeschränkt. Experience Marketing wird komplett digital. Sponsorings machen eigentlich keinen Sinn mehr. Und wie wir schon auch sagten, Messen gibt es eigentlich nicht mehr. Und die Attraktivität vom Einkaufen in realen Geschäften ist stark gesunken. Und wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass diese Tendenz, auch wenn die Restriktionen von Covid abnehmen, dennoch beibehalten wird. Und was sehr wichtig ist, ist, dass die Hygienemaßnahmen haben sehr stark an Bedeutung gewonnen. Das bedeutet, wir müssen uns auf neue Maßnahmen eben einstellen, wie wir als Marketer mit diesen Themen umgehen. Das heißt, wir müssen erstmal überlegen, wie wir jetzt wieder die Verbindung zu unserer Zielgruppe suchen. Die digitalen Kanäle sind natürlich ganz stark gestärkt worden. E-Commerce ist im Aufwind und es entsteht für uns ein großer Need für emotionale digitale Marketing-Experiences. Und gleichzeitig haben wir es aber mit relativ engen Budgets zu tun. Also wir spüren, dass der Anspruch unserer Kunden nach nachhaltigeren Lösungen deutlich größer geworden ist. Stichwort Tischfeuerwerk. Vorher haben wir für Messen einfach was machen können. Das hat Spaß gemacht, war kurzweilig und danach ist das dann einfach irgendwie verschwunden. Da merken wir jetzt, ist die Tendenz einfach anders, dass da was geschaffen wird, ein Medium geschaffen wird, was eine längere Halbwertszeit hat, was unter Umständen auch in anderen Kanälen auch gespielt werden kann. Stichwort Hygiene, ich habe es schon angesprochen, ist ein Riesenthema jetzt natürlich. Mir selber geht es genauso, wenn ich auf einer Vorführung bin, bei den seltenen Präsenzmeetings, die es noch gibt und ich eine Brille aufsetzen muss, mache ich nicht gern, ja? Weil ich eben nicht sagen kann, ist diese Brille vorher gereinigt worden oder wie viele Leute haben die vorher aufgehabt. Um dem zu begegnen, gibt es eigentlich drei gängige Methoden. Die eine ist erstmal die älteste von allen, wir ersetzen einfach das VR-Cover, den Schaumgummi, sage ich mal, ich habe hier gerade noch einen rumliegen, der klassisch immer in diesen Brillen hier seitlich drin ist, ja, durch ein VR-Cover. Der Schaumgummi war immer super eklig, ja, der hat sich sofort voll gesaugt mit dem Schweiß der Teilnehmer, fürchterlich. Und da kann man natürlich das Kunstleder-VR-Cover reinnehmen und das ist abwaschbar. Auf dieses VR-Cover setzen wir dann noch eine Wegwerfmaske, die die Leute sich hier übers Gesicht ziehen, damit die Haut nicht direkt aufsitzt auf dem Kunstleder. Und obendrein, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, ist diese Box, die man hier sieht, nämlich die Clean Box. Das ist ein Gerät, das extra dafür gemacht worden ist, um VR-Brillen zu reinigen. Die macht das relativ automatisch. Ich glaube, das dauert ungefähr eine Minute, wenn ich da eine Brille reinstecke. Und die tötet eben die Bakterien und Keime ab mit UV-Licht. Ja? Und ich denke, das ist relativ wichtig, dass auch das Publikum auf den Veranstaltungen sieht, dass diese Maßnahmen existieren, dass sie sehen, da ist eine Cleanbox, dass sie sehen, das wird gereinigt. Weil ich glaube, das größte Problem ist, dass wir dann wirklich, dass die Leute uns vertrauen, dass wir eben Hygiene und auch die Gesundheit der Teilnehmer von einer Veranstaltung ernst nehmen. Und ich glaube, anders funktioniert das auch gar nicht in Zukunft. Weitere Challenges für XR ist, wie können wir trotz den Lockdowns in Kommunikation mit unserer Zielgruppe haben und Austausch mit unserer Zielgruppe gewährleisten? Und wie können wir irgendwie Präsenzveranstaltungen virtualisieren und emotional präsentieren? Und da ist jetzt irgendwie der Ansatz, den wir jetzt gerade im Moment haben, ist, dass einfach die Tendenz da ist, also virtuelle Dinge einfach nachzubauen. Da habe ich jetzt gestern zuerst eine ganz interessante Sache gesehen, dass also Walmart da wirklich jetzt hergeht, ich spule mal ein bisschen vor, wirklich sagt, okay, die bauen jetzt einfach den Einkaufswagen und ihr virtuelles Kaufhaus hier und die Leute können dann einkaufen. Und wenn ich das irgendwie so sehe, dann erinnert mich das so ein bisschen an die Anfänge vom Internet. Da war es nämlich dann auch so, ich muss mal gucken, irgendwann kommt jetzt kommen irgendwie die Auslagen hier raus, irgendwie gefahren. Die Tendenz, eigentlich Dinge einfach
aus der realen Welt zu nehmen und dann nachzubasteln. Also als das Internet jung war, gab es wirklich auch solche Shops, wo die Leute gedacht haben, man müsste den Supermarkt im Internet nachbilden und die Leute würden dann da irgendwie so, also auf die Bilder klicken von Auslagen, also genauso wie hier das jetzt im VR-Raum dargestellt wird. Und wir wissen ja, dass im Endeffekt das sich sicher nicht durchgesetzt hat. Und deswegen finde ich das eine etwas fragwürdige Tendenz, dass wir dann einfach die Realität einfach eins zu eins nachbilden. Weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt Auslagen brauchen. Wir wollen ja was über die Produkte erfahren. Aber das ist jetzt, sage ich jetzt mal, meine Meinung. Ich fand es nur sehr lustig. Dieselbe Tendenz sehen wir, wenn es darum geht, virtuelle Messen aufzusetzen. Also da gibt es dann solche Tendenzen, dass wir dann einfach die Messehalle nachbauen und dann dadurch, dass wir jetzt einfach die Messe virtuell nachgebaut haben, haben wir dann auch dieses Messe-Feeling. Also ich für meinen Teil halte das auch irgendwie nicht so besonders zielführend. Ich verstehe, dass die Leute kommunizieren wollen und ich verstehe, dass die Leute die Informationen, die sie sonst auf einer Messe bekommen wollen, in einem virtuellen Raum haben wollen. Aber deswegen muss ich doch nicht die Traversen an der Decke nachbauen, wo die Beleuchtung dran hängt. Oder ja. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen, ich finde das eher störend. Ja. Aber an sich, die Tendenz, Messen zu virtualisieren, macht total Sinn. Es ist immer nur so die Frage, wie man das designmäßig umsetzt. Weil wir haben natürlich mit virtuellen Messen, die jetzt zum Beispiel also XR-gestützt sind oder teilweise XR-gestützt sind, haben wir eben die Möglichkeit, den weltweiten Zugang zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es so, dass wir einfach mehr Engagement der Benutzer bekommen. Jetzt also zum Beispiel jetzt hier dieses Zoom-Meeting, was ich jetzt hier gerade gebe. Klar, ich rede die ganze Zeit. Ich weiß im Moment gar nicht mal, zu wie vielen Leuten ich rede, geschweige denn, habe ich ja auch gar kein Feedback von den Leuten. Ich sehe nicht, ob die nicken oder ob die nur den Kopf schütteln. Alles das sehe ich ja nicht, was ich in einem Präsenzmeeting hätte. Wenn ich das aber in VR machen würde, dann habe ich schon dieses Feedback. Ich sehe, ob mich die Leute ansehen, während ich rede. Ich sehe auch, ob die nicken oder Kopf schütteln. Und wenn die was von mir wollen, dann können die einfach die Hand heben. Ja, das macht total Sinn. Und da habe ich natürlich einfach auch ein höheres Engagement der Leute. Ich kann die Leute auch direkt ansprechen, wenn da einer vor mir sitzt, also den Avatar sozusagen. Also ich habe eben dieses Embodiment. Und was ich auch habe, ist die Möglichkeit eines interpersonellen Raums, dass ich zum Beispiel sagen kann, die Leute treffen sich da einfach in Social VR einfach casual. Also da sind Grüppchen von Leuten, die reden über irgendwas. Ich kann einfach darüber gehen, ich kann mich dazustellen und sagen, hey, ich bin der Clarence und plapper da einfach mal mit. Das kann ich aber in Zoom oder in Teams kann ich das vergessen. Ich kann vielleicht die Leute in Breakout Rooms zusammenwerfen, aber dieses casual einfach mal mitreden und dann, wenn mir das Gespräch nicht taugt, gehe ich einfach woanders hin. Das wird in Social VR sehr, sehr gut umgesetzt. Ja. Das andere ist natürlich, ich habe Gamification. Ich kann einfach eher spielerisch diese ganze Veranstaltung eben inszenieren. Was sind die Nachteile? Ich habe im Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mit vielen größeren Firmen auch darüber geredet, virtuelle Events durchzuführen. Was den Leuten meistens nicht klar ist, ist, wenn wir uns dann entscheiden, über VR ein Event abzuwickeln, dann müssen aber auch wirklich eigentlich alle mitspielen und die haben dann unter Umständen über Stunden eine VR-Brille im Gesicht. Ja, was ergonomisch sehr fragwürdig ist. Also ich zum Beispiel schaffe das halt eine Stunde max und dann ist aber gut, ja. Dann würde ich eh auf die Bildschirmpräsentation wieder umschalten, weil einfach die Brille mich drückt oder ich anfange zu schwitzen oder sie beschlägt. Ja. Das andere ist, dass auch Gamification auch ein Nachteil sein kann. Wenn ich jetzt kein Gamer bin, dann stört mich das unter Umständen, dass ich da diese verspielten Avatare habe und da so ein bisschen wie mit bei den Sims rumlaufe und ich will eigentlich nur Informationen haben. Und also gibt es sehr viele, die sagen, wozu brauche ich das denn alles? Ja. Andererseits habe ich auch diese Einstiegsbarrieren des Öfteren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Anwendung habe, die ich installieren muss, also das ist zum Beispiel jetzt bei Mozilla Hubs, ist es nicht der Fall, weil Mozilla ist ja Browser gestützt, aber wenn ich jetzt diese anderen Anwendungen habe, dann habe ich erstmal eine sehr große Installation. Dann ist die Frage, darf ich das überhaupt installieren? In einem Enterprise-Environment ist das meistens gar nicht möglich, dass ich einfach mal eine Software da aufspiele. Und dann muss ich auch noch einen Account für diese spezifische Software für jeden User erzeugen. Und dann ist die Frage, wenn ich das dann alles hinter mir habe, haben denn alle User auch die Hardware, um dann diese Anwendungen zu fahren? Also Sie merken schon, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber es ist dann doch so, dass also Social VR einfach, wenn es dann funktioniert und wenn die Leute zusammen diesen Space auch teilen, dann ist das absolut magisch. Ja? Also ich kann es Ihnen nur sagen, probieren Sie es einfach mal aus. Es gibt
viele verschiedene Anwendungen, die verschiedene Vor- und Nachteile auch haben oder speziell auf einen Aspekt einzahlen, zum Beispiel auf Ideating oder manche sind einfach eher so für Chats gut oder für Meetups. Die sind ganz unterschiedlich und das muss man einfach mal probiert haben, um sich da mal ein Bild zu machen, ob das was für einen ist. Aber ich denke, da ist unglaubliches Potenzial drin und Facebook weiß es natürlich auch, die ja gerade Horizons entwickeln, also diese eigene Plattform. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, sind wir gerade bei Facebook. Facebook hat uns auch an den VR-Treibenden, sage ich jetzt mal, eine große Challenge hingeworfen, und zwar Thema Datenschutz. Facebook hat ja sich überlegt, die neuen Oculus-Produkte an den Facebook-Account zu knüpfen. Und dementsprechend ist der Datenschutz bei Facebook, wie sich jeder vorstellen kann, nicht gewährleistet. War auch vorher schon so etwas schwierig. Aber was jetzt noch passiert ist, ist, dass nachdem es jetzt einen Konflikt mit dem deutschen Gesetzgeber gab, sind jetzt die neue Generation der Devices überhaupt gar nicht mehr in Deutschland verkauft worden. Facebook hat eigentlich alle Oculus-Devices in Deutschland eingestellt, jetzt im Moment den Verkauf. Das heißt, wir kriegen einfach die neue Quest nicht, die eigentlich das, sage ich, jetzt im Moment das Produkt ist, was am meisten Performance bietet. Und die andere Sache ist, dass sehr, sehr viele Leute, die wirklich Marketing damit getrieben haben, jetzt einfach nur verunsichert sind und eigentlich nicht mehr wissen, wo sie jetzt hingehen sollen. Ja, was für ein Produkt soll ich wählen? Darauf gehen wir auch heute Abend nochmal bei dem Meetup ein. Also ich wollte das nur streifen, nicht, dass jemand sagt, ich hätte das nicht angesprochen bei den Challenges. Weiterhin ist natürlich das Budget eine Challenge, wie ich schon sagte. Wie kann ich Mehrwert generieren in einem kleinen Budget? Ja. Und wie läuft das mit der Distribution? Weil wenn die Devices natürlich nicht bei der Zielgruppe sind, wie kann ich dann meine Software distribuieren, die ich für XR generiert habe? Da ist eigentlich der leichteste Zugang ist dazu, sind irgendwelche virtuellen Rundgänge, virtuelle Showrooms auch. Da sehen wir jetzt eine ganz große Tendenz, dass reale Showrooms jetzt virtualisiert werden mit so einer 360-Grad-Rundgang-Technologie. Und das ist eigentlich eine relativ günstige Lösung. Also wir für Einsteiger sage ich jetzt mal auch, dass man hier eigentlich auch mit ohne relativ viel Aufwand, wenn man eine 360-Grad-Kamera hat, kann man die Bilder knipsen und kann dann Rundgänge erzeugen. Und es gibt ja auch Editoren, die das relativ einfach für Einsteiger machen, da reinzukommen. Ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, VR des armen Mannes, aber ist schon, wenn man das toll inszeniert und eine tolle Story erzählt, kann man da viel mitmachen. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass man geführte Rundgänge in diesen Softwaren auch schon machen kann. Also, dass ich meine Kunden einladen kann, mit mir zusammen diesen Rundgang zu machen. Und das hat dann schon einen gewissen Erlebniswert. Wenn ich da ein bisschen mehr ausholen will, dann werde ich 360 Grad Video oder 360 Grad Livestreams machen. Das ist natürlich schon wesentlich aufwendiger. Darauf brauche ich eine tolle 360 Grad Kamera. Desto steuerer die Kamera, desto besser ist natürlich auch die Qualität von dem, was ich abliefere. Und das Produzieren dieses Materials, das ist jetzt nicht was, was man eben so über Nacht erlernt. Also das ist schon ein gewisses Handwerk. Aber ist auch Cross-Plattform einsetzbar. Das, was ich dann erziele, läuft auch gut auf YouTube. Und gleichzeitig kann ich jetzt auch schön interaktive Elemente damit einbetten und kann das dann im Internet verteilen oder eben auch auf den Brillen. Und das finde ich ganz spannend, dass wir da nicht mehr eine Insellösung haben, sondern dass wir da wirklich in beide Kanäle eigentlich mit derselben Quelle reinschießen können. Cross-Plattform. Da bin ich bei WebGL. WebGL ist jetzt eine Technologie, die von allen Browsern unterstützt wird, von allen modernen. Das war ja früher noch so ein bisschen avantgardistisch. WebGL ist schon eine ganze Weile lang da, aber jetzt inzwischen würde ich sagen, kann man es einfach einsetzen, ohne dass man den Kunden sagen muss, ja, läuft aber nur auf dem Browser. Ja? Und WebGL zieht natürlich so die Unterkategorien WebAR und WebVR hinter sich. Ja, und das ist natürlich für uns auch super spannend, weil früher war das immer so, wenn wir AR distribuiert haben, dann mussten wir erstmal die Zielgruppe überreden, dass sie sich eine App runterlädt, um dann einen werblichen Inhalt zu kriegen. Und jetzt können wir einfach sagen, wir machen das über einen QR-Code, der zum Beispiel auf einem Printerzeugnis drauf ist. Und dann wird eine Seite aufgerufen, die dann AR übers Web enabled und dann, pam, habe ich dann irgendwie mein Produkt auf einmal auf der Seite stehen. Ja, und das ist für mich ein ziemlicher Gamechanger, weil ich kann dann auf die Art und Weise relativ casual kann meine Zielgruppe werbliche Inhalte einfach über den Browser abrufen, ohne vorher irgendwas machen zu müssen. Also ich habe das Printmaterial mit dem QR-Code, der Benutzer geht drüber, scannt den und bam,
kommt er auf eine Seite, die ist enabled, da muss ich dann auch noch die Kamera freigeben, aber ab dem Zeitpunkt kann ich dann einfach ausliefern ohne App und ohne Strings attached für meinen Benutzer. Das ist für mich ein echter Paradigmenwechsel fürs Marketing durch Web-AR. Das heißt, ich habe dann natürlich, wenn es ums Web-VR geht, ähnliche Dinge am Laufen. Also ich kann dann über den Browser Inhalte in Sachen VR deployen. Das heißt, ich bin dann nicht angewiesen, das wieder über Oculus, Steam oder sonst noch was zu machen, sondern ich deploy das über den Browser. Und das Schöne ist, dass, wie gesagt, von allen modernen Browsern wird es unterstützt. Und ich kann dann relativ einfach umschalten von der Screen-Perspektive, also ganz normal flach, in den VR-Modus. Also es ist ein und dieselbe Seite und die bildet beides ab. Das haben Sie vielleicht schon bei Mozilla Hubs auch schon gesehen, was das ja auch enabled, wo ich auch sagen kann, ich schaue mir das im Screen an oder ich gucke mir das über VR an. Und das ist eben mittels Web-VR eben auch möglich. Und das können Sie natürlich auch nutzen für Marketinglösungen. Ja, und das dann auch integrieren in bestehende webbasierende Systeme auf Ihrer Homepage und so weiter und so fort. Und da diese Systeme auch zum Beispiel, wenn Sie mit einem Engine arbeiten, mit Play Canvas in JavaScript programmiert sind, ist es relativ einfach für jemanden, der sich mit HTML und CSS auskennt, auch mit diesen Systemen klarzukommen und sie zu integrieren. Der Nachteil ist allerdings da, dass ein browsergestütztes VR und auch browsergestütztes AR ist lang nicht so performant, wie wenn Sie eine App installiert haben auf Ihrem Endgerät. Ja, das ist leider eine Sache, die jetzt im Moment noch nicht überwunden ist, aber nichtsdestotrotz, also es hat wirklich sehr viele tolle Vorteile, die uns jetzt eben nutzen, wenn die Distribution gerade im Moment eben schwierig ist. Weitere Challenge ist, wie kriege ich denn Produktinszenierungen, wenn ich emotional rüber, wie kann ich mein Produkt in Szene setzen, wenn ich keine Live-Messen mehr habe, um die Produkte darzustellen. Und da ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel jetzt da einfach ganz knallhart drauf setzen, dass wir die Produkte virtuell inszenieren, also Realtime-Inszenierungen von Produkten auf der Homepage oder gar, wenn man noch weitergeht, einen digitalen Zwilling davon baut, der wirklich Funktionalitäten hat, die das Originalprodukt eben hat. Und da können wir eben, wenn der Kunde uns CAD-Daten zur Verfügung stellt, dann werden halt die Polygone reduziert und dann kann man eigentlich relativ zügig dann eben verschiedene Visualisierungen daraus ableiten. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. Das ist die Visualisierung, die wir auf der Homepage sehen. Das ist sozusagen der Konfigurator. Da können wir die Reifen konfigurieren, da können wir die Farbe konfigurieren und so weiter und so fort. Also es läuft ganz normal auf der Homepage, aber das ist und das hier ist jetzt eine Sache, die läuft auf der Oculus Quest. Das ist also sozusagen eine immersive Produktdarstellung, die zum Beispiel bei VIP-Meetings zum Einsatz kommen könnte, wo man sich rumteleportieren kann in dieser Welt und dann das Produkt selber forschen kann. Und dann, last but not least, kann ich aus demselben Datensatz eben auch das, was wir vorher schon gesehen haben, eben diese AR-Präsentation machen. Und das ist so ein bisschen diese Synergie, die ich denke, die jetzt wichtig ist, dass wir nicht mehr Insellösungen bauen, sondern dass wir eben unseren Kunden die Möglichkeit geben, das in verschiedene Kanäle reinzudrücken. Okay, und da bin ich auch schon beim Fazit. Ich muss Sie auch ein bisschen beeilen, Sie merken es. Sorgen Sie für Hygiene bei Ihren Präsenzveranstaltungen. Denken Sie dran. Kommunizieren Sie auch, dass Sie an die Sicherheit des Publikums denken. Kommunizieren Sie das Ihrem Publikum, dass die Ihnen vertrauen. Setzen Sie bei Kampagnen, die XR angelegt sind, immer auf Kompatibilität, auf Wiederverwendbarkeit und nicht so, wie wir es früher ganz gerne gemacht haben, einfach einmal Tischfeuerwerk und dann weg in die Schublade mit dem Zeugs, sondern das muss ein bisschen nachhaltiger sein. Ansonsten, glaube ich, ist es schwer, unsere Kunden zu überreden, diese Technologien wirklich einsetzen zu wollen. Da ist man jetzt wieder etwas konservativer und überfordern Sie die Zielgruppe nicht, wenn Sie jetzt in XR reindrängen mit Lösungen, die unter Umständen hohe Zugangshürden bieten. Sie müssen immer an das Publikum denken, sind die bereit, sich das in der Form anzuschauen und ist der Mehrwert, den Sie davon haben, ist der groß genug, dass Sie diese Zugangshürden in Kauf nehmen? Und hinterfragen Sie auch immer stets, wenn Sie 360-Grad-Ansichten oder XR-Darstellungen machen, ob es eigentlich dem Zweck dienlich ist, der Kommunikation, die Sie irgendwie führen wollen, die Geschichte, die Sie erzählen wollen, dienlich ist, oder ist es nur eine Ablenkung? Ich glaube, dass die Benutzer auch das dann gar nicht zu schätzen wissen oder es eher als nervig empfinden, wenn sie die mit 360-Grad-Environments konfrontieren, nur um ein Produkt, was sie frontal ansehen können, zu sehen. Und das macht manchmal einfach keinen Sinn. Und kombinieren Sie, wenn möglich, einfach XR-Lösungen gleich mit Kommunikationslösungen, dass
ihr Publikum mit ihnen zusammen in dieser Welt zum Beispiel ihre Produkte erleben kann. So, puh. Super, was für ein Endspurt. Jetzt bin ich durch, oder? Aber auch keine Zeit mehr, oder? Nee, aber war doch eine Punktlandung. Du hast wahnsinnig viel angesprochen, was wir heute auch noch vertiefen werden. Aber es war ein super Überblick, sehr gute Einblicke. Kein Tischfeuerwerk, ein guter Ratschlag. Vielen Dank dafür. Ich habe vorhin in der Anmoderation ja schon verraten, dass du Organisator vom XR Meetup in München bist. Du hast es auch schon gerade angeteasert. Heute Abend gibt es auch eins. Verrat uns doch mal, genau, was da um 19 Uhr die Teilnehmer des Meetups zu erwarten haben. Ja, zufällig habe ich einen Trailer dabei, ganz zufällig. Was für ein Zufall. Es ist ein sehr großes Line-up und die Veranstaltung wird auch ein bisschen länger gehen, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele Player mit dabei. Wir haben HP ist mit dabei, werden uns die Strategie, ihre XR-Strategie vor allen Dingen im Enterprise-Bereich verraten. Wir haben Pico dabei. Pico, ganz spannend jetzt für alle, die so ein bisschen den Oculus-Frust spüren gerade. Sollten zuhören, was Oliver Wöhler von Pico uns zu erzählen hat. Und dann haben wir natürlich noch Dominik Escofi, ein Urgestein in der Meetup-Szene hier in München. Und der ist jetzt bei Eden VR und der hat ein Kiosk-System für VR mit Eden zusammen präsentierter. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und dann haben wir auch HTC dabei. HTC hat im Business-Bereich ganz tolle Innovationen, die sie uns vorstellen werden. Und ich glaube, ich habe Schenker Technologies. Genau. Schenker haben wir noch dabei. Schenker ganz groß in Hardware, wenn es um Hardware geht, um verschiedene Hardware-Produkte im Enterprise-Bereich, auch wirklich ein Systemhaus in Sachen VR-Infrastrukturen. Und mit denen werden wir uns allgemein mal unterhalten, wie es denn gerade aussieht. Was sind die Hardware-Trends? Also für jeden was dabei. Ich würde mich freuen, wenn viele dabei sind. Genau, ist ja fast schon nochmal eine eigene Konferenz. Meetup trifft es gar nicht mehr ganz. Ja. Danke für dieses Teasing. Wir können euch jetzt leider in den Livestream keinen klickbaren Link einblenden, aber es ist ziemlich einfach. Ihr geht auf meetup.com und sucht danach XR Bavaria, dann ist es gar nicht zu übersehen. Da findet ihr dann die Informationen. 19 Uhr ist auch nach unserem Programm, das heißt, es gibt keine Ausreden, nicht dabei zu sein. Clarence, vielen Dank. Bei uns geht es in wenigen Minuten weiter und dann erfahrt ihr mehr über die OpenAR Cloud, die nun tatsächlich in die Realität umgesetzt werden soll. In 5 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich.